Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Projekt. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir widmen uns nun Yakuza Kiwami. Ja Leute, Yakuza Kiwami ist ein Remake des originalen Yakuzas. Aus dem Hause Sega ist es damals 2005 für die PS2 erschienen. Und galt immer so als der inoffizielle Nachfolger von Shenmue. Der ein oder andere mag ja Shenmue kennen, das ja eines der größten Mammutwerke aller Zeiten hat. Sega im Endeffekt irgendwie in die Insolvenz getrieben, wird er jetzt endlich mit dem dritten Teil abgerundet. Und ein wunderschönes Spiel ist es definitiv. Yakuza gilt wie gesagt so als ein bisschen als der inoffizielle Nachfahre dieser Spieleserie und als von Toshihiro Nagoshi, der auch, ich muss sagen, auch immer besser wie er, so ein Yakuza-Gangster mal aussieht. Und ja, 2005 ist es gestartet, ist damals mit toller Synchro und toller Übersetzung auf der ganzen Welt rausgekommen und ist sehr gefloppt. Was ein bisschen schade ist, ich wollte mir schon sehr, sehr lange Yakuza gönnen, bin leider aber noch nie dazu gekommen, weil ich am Anfang starten wollte und ja, leider hatte ich halt nie die Chance, weil meine PS2 irgendwann mal abgeraucht ist. Zum Glück gibt es mit Yakuza Kiwami etwa 10 Jahre später, 2016 ist es in Japan und 2017 dann in Europa erschienen, ein Remake des ersten Teiles und wie gesagt, ist ein Franchise, weil ich mich sehr lange widmen wollte und nun ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Das Spiel, ja, der Name sagt es ja im Endeffekt schon, basiert auf der japanischen Mafia der Yakuza und wir sind ein Mitglied. Und ja, weil wir hier immer diesen schönen Drachen sehen, das Spiel heißt im Originalen, kann ich es aussprechen, Ryuga Kotoku, was heißt Like a Dragon. Yakuza ist da eine bisschen schlichte Übersetzung, aber ich denke, es ist auch okay. Nun gut, Leute, bevor wir jetzt schwafeln, würde ich sagen, starten wir mit diesem Gangster-Epos. Wir starten mit einem neuen Game. Ich wollte nochmal sagen, das Intro war so verdammt cool, Mann. Das hat mir jetzt richtig getaugt. Nun gut, Leute, starten wir in unser Gangster-Abenteuer. Chapter 1, Oktober, 1. Oktober 1995, Fate of a Kinslayer. いつ払うんだよ。来週には必ずもう勘弁してください。 兄貴。ええ。すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。
どこのやつらなんだ。その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。元々は他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなんか。で、いくら回収するんだ。 2億です。 Okay, Leute, und damit starten wir hier in die schöne Welt von Yakuza. Und da ein Sexshop da ist, ist die Welt schon mal in Ordnung für uns, oder mein Freund? Hier, watch. I'll be the best host in this town has ever seen. Yeah, das weiß ich noch nicht ganz. Nun gut, Leute. Okay, unser erster Auftrag, dem werten Shinji zu folgen. Und Leute, oh, das ist halt eines der schönen Sachen eben, die es halt, wo man halt sagen muss, dass das Spiel eben nicht wie GTA ist. Es ist eben nicht ein reines Open-World-Spiel. Es ist halt alles ein bisschen langsamer, aber es sieht halt einfach sehr schön dafür aus. So, was ist jetzt so? I wanted to have a drink at Cerna, but they're not open. But see that narrow alley on the side of the bar? Right on the street is their rear entrance to Serena back there. Only regulars can go on through there. I wish I'd become a regular, but you gotta get the mama son's good graces. Nun gut, dann würde ich sagen, echt ganz schön. Also Leute, wie viele Menschen hier schon was zu sagen haben. Ganz interessant auch immer. There's this really fancy bar nearby called Serena. The mama's son, who owns the palace, has this elegant aura about her, and even the part-timer is there's a hot dama. There are names that Reina-san and Yumi-chan, the former's are real beauty in her own right, but the latter's an absolute angel. Then why don't you go enjoy and drink with Yumi and Reina, huh? Hey now, I was just kidding, honey. Ja, seine Frau wird darüber nicht so glücklich sein. Also, wie gesagt, man sieht hier schön die detailgetreue Welt im Endeffekt schon. So, würde ich sagen, laufen wir lieber weiter. Anike, ich bin gerade in der Nähe. Peace Finance ist eine Unternehmung. Finance ist ein Mogri von Kanekas. Ich denke, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin 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 ein Rempel mir nicht an, Mann. Ja gut, also gut, wir sind Kirio und wir sind hier ein bisschen auf Krawallkurs. Das hat man schon gemerkt, Mann. Aber es hat ja auch schon mal sehr düster begonnen, so wie es aussieht für uns. Da, was auch immer passiert, eins ist klar, irgendwie werden wir hier in einen Mord verstrickt. Wer das war, wissen wir noch nicht. Aber erstmal räumen ein bisschen auf, Mann. Kommt her. Und muss ich da anklopfen? So, sind wir hier schon richtig? Rein geht's. あんたら夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日、明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。 それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろや。殺すんですか。何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。皆そう言いますよ。あのな、 そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。
金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。Dann haben wir auch neue Wahl. Peace Find President Hirata. Okay, Leute. So, ey Leute, die Pose, wir haben einfach schon mal da, stand so richtig so badass und hat gesagt, Alter, ihr wollt's gegen mich allein. So, plus Fjirk, wir stehen immer wieder vor dem Dialog. Ist es nicht Circle? Ich weiß nicht. Square? Na, egal. Press Fjirk repeatedly to perform a rush combo. This is the most basic method of attack and battle. Okay, bam, 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 bam. So, ausweichen müssen wir nicht. Wir hauen einfach drauf, Mann. Wir sind ein Drache. Aua, aua. So. Press Circle Square during press Dreieck during a Viereck Rush Combo to deliver a finishing blow that knocks down enemies. The knockdown effect varies depending on the number of Vierecks has been pressed to try different combos. Also wenn ich jetzt 1, 2 und dann so drücke, oder? Genau. Also unterschiedliche Kombis gibt's da. So, okay, press circle near an enemy to grab them. If an enemy is guarding to block attacks, grab them and attack them to deal damage. Alter, dich wollte ich eigentlich nicht nehmen, aber nehme ich auch gerne. Ja gut, Leute, ich muss ja sagen, ich habe bis jetzt nur die Yakuza Demos gespielt. Ich habe ungefähr 1 Million Mal die Demo von Yakuza 3 gespielt. Kann ich die auch schmeißen eigentlich? Warte, jetzt komm mal her. Bam! Alter. Alter, haut's mich nicht, ich bin im Tutorial, Mann. So. Press circle near weapon. Ja, genau, okay, das hat man schon gerade. Wenn ich zum Beispiel hier, kann ich den Stuhl nehmen und das schmeißen. So. The yellow gauge on top left indicates Kiryu's health. The game will end if it's fully depleted. So keep an eye on the gauge at all times. If the gauge flashes red, it means the Kiryu's in a critical condition and should try to recover his health immediately. Standard health recovery methods use on disposal recovery item, eat some food for a reserve. This is the training session has been completed. Okay, Leute, jetzt räum mal auf, Mann. Bam. So, was ist das? Halt, ich will das nehmen. Was ist denn das? Drum Brawl. Bowling. Ah, schade, kein Bowling. Ja gut, unten links sehen wir noch den Lebensbalken. Oh, der war schön. So. Hier, nimm dein Buddy. Oh, hast du mir ausgenockt oder wie, Mann? Okay, es gibt noch eine Dodge-Taste. Das wurde mir natürlich nicht erklärt, aber das ist ja wohl. Alter, ich habe auch einen Ausschläger. So, Leute, Mann. Jetzt würde ich sagen, spiel mal. Komm, Leute. Machen wir einen All-in-One. Bam! Aber dafür gibt es Ärger. Da hast du einen Golfschläger, Mann. Ich mock Golf eh noch nie. Oh, ja. Das muss wehtun. もう勘弁してください兄貴回収しました約束の額だ悪く思うな兄貴ありがとうございましたでもこれでついに桐生組の立ち上げですね風間のおやすさんも言ってました兄貴になら安心して組任せられるってまだ決まったわけじゃないあんまりはしゃぐなよはいそういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね今日は裏口からしか入れないみたいですよ天下一通りの小道入って奥の階段2階です分かってる俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます安心してくださいああ頼んだぞ About the completion list You can obtain a CP completion points by completing tasks on the completion list Check out the full list on the pause menu on the complete list There's a lot to do from things you'll do naturally by playing the game to things you have to work on to complete Talk to Bob Utsumine under the Tenkeshi Street Gate to exchange your CP for rewards. There are many useful benefits to unlock, such as extending your
dash duration or obtaining rare weapons. So, don't hoard your CP. Okay, Leute. Soll ich jetzt echt meine 100 Millionen Yen einfach so anvertrauen? Nur gut. Ja, ja, gut. Ich gehe jetzt erstmal in eine dunkle Seitenklasse. Leute, shoppen angesagt, Mann. Oh. Books and Video. Ah, so Nugget-Type-Books und Videos. Ah, stimmt, wir sind in Japan. So, oh, Polizier, Stradada, da soll man wieder weggehen. Ja. Okay. Wir gehen ganz unauffällig. Keiner würde uns anmerken, dass wir 1 Million hier haben. Niemand. Also, Mann, ich hab Angst! おお、何やってん、俺。ああ、お前どこの組のもんや。うん?すまん。すまんで済むか、ボケ。 Wurdest du schon mal mit 1 Million Yen vermöbelt? Ich weiß nicht, aber wir können es gleich testen. So, Guard against enemy attacks. Guard against an enemy attack by holding L1 to block. Stronger blows will break through blocks. And guarding will not stop bullets or blades, but most attacks are blockable. Okay, also wenn ich mir jetzt hinstelle. Aua. Oh. Komm her. Wow, Alter, Mann, ich shake mich hier einen ab, Mann. Und das war's. Okay, Attack, ja, okay, das ist der Quickstep, den haben wir ja vorher schon gemacht. Ah, sehr gut. Sehr gut ausgewichen. Dafür kriegst du jetzt erstmal einen Tritt ab. Ah, jetzt weiche ich dir wieder aus. Alter, das mit Ausweichen, das ist noch nicht so ganz. The Rock Gauge on the left corner is the Heat Gauge. Fill up the Heat Gauge by landing attacks on enemy. Q starts to glow with a colored aura, while the heat mode it signals that Kiryu is ready to use a special heat action. Look for a heat icon to appear in the upper right to indicate a heat action can be used. Use heat action to display the Dragon of the Demon's power. Bam! Würde mir fast ein bisschen leid tun, aber nur fast mal, Leute. Okay, Leute, wir beenden jetzt hier einfach mal den Part. Schön, dass der Part, Mann. Ich würde sagen, beim nächsten Mal verpassen wir noch eine und dann geht's weiter, Mann. Und wo habe ich die 1 Million Yen abgestellt? Ich weiß es nicht, aber die werden wir schon wieder finden. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.